Und hier sitzt die Veronika, die, die die Katastrophe vorausgesehen hat. Nej men, en person. Jag har inte pratat med någon på ett tag. Vad gör jag nu? Borde jag skaka din hand eller? Okej, jag märker att du är en sån där tystlåten typ. Jag heter Veronica Nilsson. Jag är, eller var, en ingenjör. Numera är jag en mullvadsmänniska som bor i de här tunnlarna. Tja, Veronica. Und somit grüßt ihr zurück zu Generation Zero Guerilla. Und zwar... Wir sind hier nun am Fernleger Hinseweg, der ist westlich vom Bunker, östlich vom Bunker Minken. Und wir werden, bevor wir nun endgültig in die Südküstenregion reisen, um der Story weiterhin zu verfolgen, oder um die Story weiterhin zu verfolgen, so würde ich sagen, gibt es einige kleine Dinge, die ich aufarbeiten muss oder sollte. Die Südküstenregion ist im Prinzip sehr storylastig, da sie mehrere Storystränge verfolgt. Ich würde dort da in diesem kleinen Vorwort nur kurz erklären, welche Storylines wir nun verfolgen werden. Wir verfolgen die Veronica, wie du es im Intro schon gesehen hast. Die Veronica hat ja den Anschlag oder den Angriff vorausgesehen. Warum und wieso wirst du später erfahren. Ich möchte in der Geschichte jetzt noch nicht allzu weit vorgreifen. Da ergibt sich etwas. Wird aber Zeit dauern. Ich werde immer wieder dann zurückkommen auf die Dinge später, die schon waren, also keine Retour. Ich mache dann eine Reise zurück, damit ich aufarbeiten kann für dich, was geschah und hin und her. Du hast ja jetzt schon die letzten Momente gesehen, wie das dann verstotten gehen wird und das passt. Also, die Veronica, die den Angriff vorausgesagt hat. Wir werden tief in die Materie zum Eintauchen, um zu erkennen, beziehungsweise wo die Reise hinführt. Wir werden uns beschäftigen mit Callaby. Dort ist einiges passiert, beziehungsweise es gab eine Nacht, in der es, wie du vielleicht schon gemerkt hast, oder wenn du das Spiel kennst und du diese Missionen schon mal gespielt hast rund um die Veronica, dann wirst du festgestellt haben, dass 11 Wissenschaftler des FOA 53 abgeschlachtet worden sind, also das schwedische Forschungsinstitut für schwedische Forschungs- und Verteidigungsinstitut oder so irgendwie, wie das heißt. Und da ergibt sich dann daraus noch ein bisschen mehr. Wir werden die Geschichte verfolgen einer Reporterin, die dem FOA 53 und dem schwedischen Militär beziehungsweise den Thematiken dahinter auf der Spur ist, die, glaube ich, nicht unbedingt jetzt den falschesten Weg eingeschlagen hat in ihren Recherchen und dem, was sie berichtet. Dann werden wir auf ein weiteres Ereignis stoßen. Machen wir es anders. Wir verfolgen das schwedische Militär weiter, die in 3 bis 4 Tagen zwischen dem 10. und dem 13. oder 14. November komplett versorgt haben, die überrannt worden sind, das habe ich jetzt eh schon mal erklärt und erzählt. Und danach öffnen sich 2 weitere Storystränge, die wir dann verfolgen werden. Ich möchte jetzt aber nicht zu weit vorgreifen mit den Erzählungen. Es wäre nämlich relativ unfair, wenn du das Spiel nicht kennst. Wie gesagt, ich mache hier wieder eine Spoilerwarnung, falls du die Geschichte nicht kennst. Ich werde teilweise leichten Spoiler benutzen und wenn wir dann an bestimmten Stellen sind, werde ich einfach wirklich harten Spoiler betreiben. Genau, so ungefähr kannst du das dann Ganze dann vorstellen. Genau. Also, wir werden nun in den kommenden Episoden die Südküstenregion abarbeiten. Wir werden
nach Celebi reisen und uns dort mal die Ereignisse anschauen. Und einen Schnitt mache ich jetzt noch. Gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Einen Schnitt mache ich noch. Da gibt es eine kleine Sache, die muss ich so erzählen. Die habe ich nämlich schon gemacht, unabsichtlicherweise. Jetzt haben wir müssen da ein bisschen Material zusammenschneiden, um es dir genauer zu zeigen. Genau. Bis gleich. Baba. Ich habe es ja im letzten Abschnitt des Videos eh schon erklärt. Mit Hinseweg und hin und her, was uns jetzt in der Südküstenregion erwartet. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Den muss ich jetzt nachholen. Und zwar, ich war ja so intelligent und habe, wie du vielleicht sehen wirst gleich, bin ich vom Bunker Minken hier rauf gewatschelt, beziehungsweise habe uns versucht, diesen Unterschlupf freizuschalten. Gell? Mir ist dann ein Fehler passiert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Hier kannst du eigentlich relativ gut farmen. Da sind immer Tanks, Harvester und Hunter unterwegs. Die kommen so rum und von der Seite. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass ich hier diese Mission freischalte. Und genau die Mission spielt sich ab, wie du siehst, wir sind dann in der Südküstenregion. Ich habe es ja erwähnt. Formulieren wir es anders. Hier ist der Ursprung des einen Funkspruchs, der abgefangen wurde von einem gewissen Herrn Holberg. Kann er jetzt sagen? Log, Inventar, Log. Genau, jenseits der Barrikade. Und zwar ist es eine kleine Nebenmission, die ist hier. Und zwar, Südküstenregion, ein paar Tage vor dem Angriff fing ein Funker ein verschlüsseltes Signal ab. Ein unbekannter Sprecher wollte unbedingt einen verschollenen Konvoi finden, der eine geheime Fracht transportierte. Die Armee konnte lediglich bestätigen, dass die letzte bekannte Position der Fracht an der Kreuzung von Österwigsleden und Esowegen in der Gegend von Severet war. Konvoi G01, Codename CCP-974, Confirmed Position. Last confirmed checkpoint was 2348 hours. Confirmed status of cargo and ETA. I do not need to remind you how important your assignment is, as well as the requirements you chose to comply with. Use channel 832 for response. Terminating communication. Ende der Kommunikation. So. Warum ist der Holberg so wichtig? Er spielt eine grundentscheidende Rolle in den Ereignissen, die sich hier auf Östertörn abgespielt haben. Das kann ich jetzt sogar dort sagen, schau her. Und zwar, wir haben jetzt da nur zwei Missionen. Ich muss aber nur so viel erklären, und mehr würde ich jetzt auch gar nicht mehr verraten, dass die Südküstenregion der Hauptpunkt für die Geschichte ist. Es gibt 5 oder 6 Stationen, die werden es uns verraten, gell? Ich lasse jetzt nochmal. Nein, anders. Ich werde jetzt schon mal umschneiden und dir einblenden, was uns, beziehungsweise was die geheime Fracht war. Wie du siehst, wir sind jetzt da eigentlich am Ort der Mission geheime Fracht. Ein LKW, der verschollen geglaubt ist oder sonstiges, wo das Holberg auf der Suche dann noch war. Wie du siehst, die geheime Fracht sind Hunter. Genau. Und wir werden dann später erfahren, warum und wieso und weshalb der ganze Scheiß. Jetzt beende ich das Ganze mit bisher etc. Ich weiß, das war jetzt sehr ausführlich und hin und her. Aber das brauchst du einfach für die Geschichte. Und wir werden uns nun auf den Weg machen in Richtung Celebi. Und in Celebi werden sich die Ereignisse überschlagen. Sagen wir es jetzt einmal so. Bis gleich in der eigentlichen Episode. Baba.
und somit kriegst du zurück zu Generation Zero. Du hast jetzt da den elendig langen Vorspann gesehen mit bisher etc. und tralala. Eigentlich war es ja der Plan, dass wir uns auf den Weg machen vom Minkner Bunker hier nach Caleb. Ich habe mich jetzt aber umentschieden. Und zwar, wir werden, also wurscht, ob wir jetzt von da gehen oder von da kommen, es ist scheißegal. Wir werden von da weg gehen, werden über Severed gehen, werden dieses Lager aufmachen, aufbreiten und spazieren dann runter Richtung Caleb, um zu dieser Hauptmission zu kommen. Und danach geht's rüber hier zu diesem Pier von Len Baka. Genau. Das wird heute in dieser Episode der Verlauf sein. Kann sein, dass die Episode ein bisschen länger wird, aber muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen, dann ist es halt so. Gell? Jetzt schauen wir nur schnell, ob wir genug mit haben. Wie du siehst, es ist eigentlich relativ gut bestückt. Ja, ich war in der Zwischenzeit wieder ein bisschen farmen, dass ich das sagen kann, in Saltham. Und kann ich da jetzt sagen, auf der Karte, ist ja kein Geheimnis, ich war looten in Saltham, bin da runtergereist, also diese Einheit da herunten, und in Uttervik, genau. Ja, so schaut es nämlich aus im Schneckenhaus. Und wir reisen nun einfach mal in Richtung Severed, BZW, ja genau, Richtung Severed. Und hoffen, dass wir jetzt mal ein bisschen eine Ruhe haben von Maschinen. Weil uns wird in Caleb na, wir werden es anders machen. Wir werden uns vorerst mit Len Baka beschäftigen. Wir werden mal schauen, vielleicht, wenn wir da herkommen, vielleicht macht da irgendwo ein näherer Unterschlupf auf. Mal schauen. Da werden wir dann improvisieren ein bisschen. Ja, es hilft nichts. Uns erwartet in Caleb, wenn ich mich recht entsinne, ein kleiner Kampf. Jo. Da habe ich nur 38 Stück dabei. Also wie du vielleicht gesehen hast, ich bin relativ sparend unterwegs. Wir werden es später alles noch brauchen. Ganz auf gemütlich werden wir uns da jetzt hinbegeben und dann schauen wir weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwo so ein Bild, was uns am nächsten Unterschlupf anzeigt. Das wäre natürlich optiformal. Ja, wie du siehst, FNX. Aber ich glaube, wenn du das Spiel kennst, brauche ich dir das eh nicht erklären. Vieles ist mittlerweile selbsterklärend in diesem Spiel und da unten höre ich schon einen Harvester. Wie weit ist denn der Unterschlupf jetzt noch weg? Ja, wir sind eh kurz davor. Ja, und einen Tank höre ich auch. Mal nur schauen, wo genau sich dieses nur schauen, wo genau sich dieser Unterschlupf da unten. Wo sich dieser Unterschlupf befindet. Wir werden uns da ein bisschen ruhig verhalten. Er würde es nämlich nicht schon wieder in einen Kampf eintreten, weil sonst kommen wir nämlich gar nicht weiter. Sehr gut. Unterschlupf freigeschaltet. Ach, schön.
Übungslager Severet. Jetzt gehen wir mal da kurz in Deckung und genießen da dieses schöne Feuerchen. Mappe. Jetzt gehen wir auf die Mappe. Der nächste Unterschlupf ist im Prinzip da Breviken Camping. Da werden wir später noch hinkommen, zwecks Story. Dann haben wir da, in diesem Gebiet, haben wir eh genug zu tun. Und vor der Kirche von Angeres, keine Ahnung, ist da nämlich auch noch was zu erledigen. Und ich glaube, das ist das Gebiet da. Ja, das müsste ein riesengroßes Gehöft sein. Da ist schon ein bisschen mehr los. Ja. Wenn wir da in einen Kampf verwickelt werden, dass wir uns gegenseitig ja, die Buchse voll machen. So, Harvester, Tank, jetzt schau ich noch gerade, warte mal, laut FNX Rising Story, mit dem LKW, wo du von der Burg weg mit dem LKW fährst, du fährst da prinzipiell, fährst du da durch over. Dann müsste da, wenn ich mich nicht irre, ein Apokalypse-Tank herumtanken, wie man so schön sagt. Weißt, das ist ja das Problem. Du kennst ja mit der Zeit alles. Das Einzige, mit was du dann auseinandersetzen probierst, sind Kleinigkeiten. Ne? Ja. Da ist der Tank. Da ist der nächste Harvester. Ja. FNX. Also ich habe jetzt gezählt, zwei Harvester, ein Tank. Eins, zwei Hunde, ein Hunter, schön. Und ja, das Spiel wirft da einiges entgegen. Ja klar, wenn da die Hauptgeschichte an und für sich einen kleinen Ursprung hat. Wie gesagt, die Ackerland-Region ist von Story her nicht einmal so uninteressant. Oder nicht einmal so interessant. Sie zeigt eigentlich nur ja, Dinge, die nicht viel mit der Story zu tun haben. Sagen wir es jetzt einmal so. Da drüben ist ein Hund. Wo war denn der jetzt? Da. Nein, ist ein Hunter. Uns wird in Calabi eher ein Wahnsinnskampf erwarten. Wenn ich mich nicht irre, in puncto Story. Nein, das erzähle ich erst, wenn wir dort sind. Ach du Scheiße. Ja. Mit dem habe ich gerechnet. Hund. Was kommt da? Hunter. Ja, wie du siehst, der Hunter spaziert eh schon in Richtung Calabi. Was ist denn da? Ein Auto? Gusch, Mädchen. Ich will wegen dir jetzt nicht in einen stundenlangen Kampf verwickelt werden. Heute, in der Episode, ist jetzt einmal nur Calabi und seine Geschichte wichtig. Genau.
Mehr nicht. Ich will probieren, durchschleichen, so gut wie es geht. So, jetzt schauen wir mal. Hast du was? Wie weit sind wir denn von Caleb noch weg? 252 Meter, genau. Das geht mir glatt auf den Äther. Man, wahrscheinlich wird die Aufnahme, ich schätze halt mal, die Aufnahme wird so lang werden, dass es wahrscheinlich splitten wird. Okay. Ich möchte nur schauen, dass wir das Funkgerät irgendwo stationieren, weißt, wo wir ein bisschen eine Freiheit haben. Beziehungsweise, dass wir ein bisschen Abstand vor den Maschinen haben. Wir werden sicher angegriffen. Hat das einen Hintergrund, warum die Maschinen da so aktiv sind, wenn du da das erste Mal herkommst? So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir uns da herschleichen. Wir brauchen ein einziges Gebäude. Ein einziges Gebäude. Jetzt ist nur die große Frage, welches? Scheiße. Ja, du hast unser Problem eh schon gesehen, oder? Wie viel stehen denn da bitte? 1, 2, 3. Rund um das Gebäude, wo ihr eigentlich hin wollt. Egal. Wir werden jetzt ein bisschen improvisieren. Und zwar, dass du jetzt ein bisschen einen zeitlichen Rahmen hast. Wie soll ich denn jetzt anfangen? Caleb? Okay. Und zwar, wie soll ich denn jetzt anfangen? Du hast ja vor kurzem mitgekriegt wahrscheinlich, wenn du dieses Let's Play verfolgst, ist der Name Veronica Nielsen aufgetaucht. Die Veronica, die hast du vielleicht auch im FNX Rising Update kennengelernt, die dich in der Burg erwartet. Sie war eigentlich eine Überlebende des Angriffs vom 7. auf den 8. November 1989, wo ja 11 FOA-53 Wissenschaftler ums Leben gekommen sind. Dass sie die Maschinen da aufhalten, hat seinen Hintergrund. Nur, wie kommen wir da jetzt hin? Da wenigstens nur in ihr Gebäude rein. Das Problem ist, wie lenke ich ihn ab? Ich kann nur schauen, dass ich schaue, wie er spaziert. Okay. Sie war die Überlebende von diesem Angriff, beziehungsweise wo 11 Wissenschaftler getötet worden sind. Und die Veronica, wie soll ich jetzt sagen, sie hat in der Geschichte an sich selber, die Veronica hat ja den Tag der Katastrophe vorausgesagt. Dieses Tonband haben wir uns schon gehört, wenn du dich erinnerst. Ne? Nur viel weiter würde ich jetzt in der Story dir nicht mehr viel erzählen. Jetzt schauen wir, dass wir diese Missionen da machen.
Dann sage ich da mehr. Suche im Haus in Caleby nach Informationen. Das machen wir. Wenn da jetzt ein Tick drinnen ist, haben wir ein Problem. Kurz einen Blick. So, muss nur den Kopfhörer anders zappeln tun. Ja, hört sich relativ tickfrei an. Okay. Wir suchen dort einmal nach Informationen. Einen Stock höher, bitte. Es ist ja, die Geschichte hat ihr großes Problem darin, wenn ich da zu früh verrate, um was geht, ist es später oben aus wieder uninteressant. Ja. Jetzt schau ich noch gerade. Bitte keinen Tick. Ja, noch lauter hast du es jetzt einmal machen können, Dirndl. Du alte Nase, du. Wer mitspielt, muss sich an die Regeln halten. Ja, ja. So, und jetzt druckt's mal die Damen, dass wir das leise machen können. Mom, Dad, it's Veronica. Look, I don't want to freak you out, but I think I might be in danger. Whatever you do, stay away from my house. It's not safe. Trust me on this, okay? Maybe you guys should go to Uncle Tobet's Denim's Nass. No, wait, I'll come over and explain everything. I'll leave from work now. Oh, and I need to crash at your place tonight. Genau. Diese Nebenmission, Stellungsnäs jenseits der Barrikade, hat was mit dem Onkel zu tun von der Veronika. Okay. Oh, das ist 151 Meter da durchschleichen, Wahnsinn. Ja. Aber uns wird nichts anderes überbleiben, als dass wir jetzt kämpfen werden, weil ich glaube kaum. Scheiße. Das ist die nächste Nebenmission. Jetzt nur wissert. Wenn ich jetzt nur wüsste, warte mal kurz. Ohne Rast und Ruhe, okay.
Aber ich glaube, ohne Rast und Ruhe diese Nebenmission, wenn ich mich recht entsinne, führt uns Day in Richtung Kirchenaufer. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Da mal kurz. Inventar. Day haben wir auf 5. Vielleicht. Entschuldigung, weil ich jetzt ein bisschen ruhiger bin. Puh. Ich bin momentan nur etwas angespannt. Es ist eines der wenigen Spiele, was das so von der Atmosphäre her noch schafft. Da höre ich Hündchen. Na, wir müssen uns fast diesem Kampf stellen, weil sonst haben wir nämlich beim Rest keine Ruhe, weißt? Jemand hat ein paar Symbole auf der Karte verzeichnet, die anscheinend für überrannte Orte und potenzielle Unterstüpfe stehen, welche sich aufgrund ihrer Robustheit oder einsamen Lage besonders gut eignen. Die Kirche von Severed ist der einzige Ort, der rot eingekreist ist. Darin stehen die Worte erstmal in Sicherheit. Wenn ihr Hilfe braucht, findet uns dort. Bleibt außer Sicht, macht keinen Mucks. Wieso? Was ich nicht verstehe? Das Mädchen, das Wolf brüllte, das will ich. Vernagelt die Kanonen, da geht's in Richtung Thorsberger, das interessiert jetzt aber keinen. Warum? Tut das Spiel selber die Missionen auswählen? Das kapiere ich nicht. So, jetzt erfährst du gleich, warum die Veronica so wichtig ist. Die Veronica ist eigentlich der wichtigste Charakter in dem ganzen Spiel. Ja, super Spiel. Toll Spiel. Ja. Ich sage es euch, ich kann machen, was ich will. Das Spiel läuft auf meiner alten Scheißkisten. Jetzt schon auf, weiß ich nicht, was für einen niedrigen Scheißdrecksniveau. Es ist alles ausgeschalten, was irgendwie störend sein könnte. Und das Spiel, da packt seine eigene Framerate nicht. Weißt, los mach's. Offen und ehrlich gesagt,
Wir würden jetzt schon wieder herumkranteln. Aber sobald wir mit der Story und dem Story-Video durch sind, brauchen wir einen Abstand vor dem Spiel. Mir kommt nämlich schon bald die kalte Katze hoch, ehrlich. Es ist so... Naja. Jetzt sind wir da, bei der Veronika im Haus. Die lesen wir uns später durch, für die haben wir jetzt keine Zeit für die Notiz. Na bitte, selbst die Veronika hat Munition daheim. Toll. Ah, das haben wir schon. Gut. Hä? Ah. Da liegen noch zwei. Ah. Erste Hilfesets. Sehr gut. So. Der Schlüssel zu Veronikas Arbeitszimmer. Handschriftliche Notiz von Olle. Veronika, du kannst mich gerne einen Feigling nennen, aber ich kann mich nicht mit dir treffen, zumindest nicht im Moment. Es tut mir leid. Frederik war so nett und hat mir angeboten, auf seinem Weg zur Arbeit meine Kiste und andere Sachen bei dir abzuholen. Frederik. Ich kenne nur einen Frederik. Aber lass uns bald eine Tasse Kaffee trinken gehen, so wie wir es geplant hatten, okay? Vielleicht bei Kellerby Ficker. Na ja, gut. Wie damals. Ich vermisse dich, Olle. Eine Zeitung in Veronikas Haus. Ist Schweden wirklich bereit für einen Krieg? Monika Biström, eine Reporterin, die werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal hören. Es gibt Gerüchte, dass das Nationale Forschungsinstitut für Verteidigung, FOA, und das Militär von Stromausfällen und Problemen bei der Telekommunikation betroffen waren. Auch wenn sich die Dinge anscheinend wieder normalisiert haben, geben die Störungen und Stromausfälle, die wir alle in den letzten Tagen erlebt haben, sowie das Fehlen jeglicher offiziellen Erklärung Anlass zur Sorge. Nach all den großen Reden über die Erhöhung der Militärfinanzierung fragen sich die Steuerzahler sicherlich, ob ihr Geld gut genutzt wurde. Aber noch wichtiger ist Schwedens zivile und militärische Infrastruktur im Falle eines Angriffs durch eine ausländische Macht stark genug? Sind wir bereit? Ja, das haben wir schon gehört. Genau. Und das ist die Nachricht. Genau, das ist die Nachricht ans Militär noch einmal. Nur, dass du jetzt ungefähr Bescheid weißt. Das ist das, was ich da vorhin erzählt habe. Bis letzte Mal eigentlich. Machine? You've got to be kidding me. Hey, remember the weird stuff I said was going on at 453? Well, now you got the blood of 11 dead scientists on your hands. It would have been 12 if I... Look, you need to stop the evacuation. This is not what you think, and I can prove it. Send someone to Adavägen 2 in Kolleby. Hurry, I... Will you even listen to this? God damn it. Richtig. Das war am Tag der Evakuierung. Veronika hat alles gewusst. Leider hat die ganze Geschichte mit Veronika ein größeres Problem. Ja, die Veronika ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Das wirst du aber alles noch sehen und erfahren. Zuerst, wo ist der Punkt? Habe ich da jetzt irgendwo was übersehen?
ihr Schlafgemach. Da sagte sie auch guten Tag. Veronikas Diskette am Tag der Katastrophe. Mission abgeschlossen. Und jetzt gehen wir gleich hinüber zum nächsten Teil der Geschichte. Fertigkeiten, Inventar, Lock müssen wir, genau. Das Mädchen, das Wolf brüllte. So. Veronikas Diskette. Der neueste Eintrag auf der Diskette lautet: Willkürliche Anmerkung 317. Sogar das FOA und die Armee hatten Stromausfälle, Netzwerkprobleme. Es kam auch zu einigen Spannungsspitzen. Zufall? Wahrscheinlich nicht. VU hat sich nicht verbessert. Jeder am 53 ist super pessimistisch. Alle wollen den Stecker ziehen. Der Monitor hat heute wieder Ärger gemacht. Hackern hat mich wie immer ausgelacht. Ich werde für immer das neue unbeholfene Mädchen für ihn sein. Ich muss morgen früh zur Arbeit gehen. Es gibt da etwas, das ich testen muss. Das Hackern und VU. Auf diesen Teil der Geschichte kommen wir später. Was für dich jetzt wichtig ist, am Tag des Überfalls, nenne ich es jetzt einmal, wo diese zig FOA-Wissenschaftler getötet worden sind, ist die Veronika noch einmal zurückgerannt zum FOA. Zum FOA kommen wir später. Mehr würde ich jetzt nicht verraten. Und jetzt kommen wir auf den Hauptpfad auf dem eigentlichen Pfad der Hauptgeschichte. Genau. Wir sind jetzt da mal soweit fertig. Gell? Wie du siehst, wir haben auch einen Levelaufstieg. Es tut mir echt leid, dass ich das so kryptisch erzählen muss. Es ist das Problem, wenn ich dir jetzt zu viel verrate, ist der Rest da hinfällig. Also bitte nicht böse sein deswegen. Wir werden jetzt schnell diesen Fertigkeitenpunkt vergeben. Gut. Tragekapazität, Lauftempo, Nachladetempo. Wir werden jetzt einmal da was investieren und dann fangen wir da an mit dem nächsten Punkt. Genau. Begib dich ins Dorf Stennungsnäs. Ja. Okay. Das ist darüber. Ja. Und Entschuldigung, dass diese Episode sehr viel geschlichen wurde. Aber wenn ich dir was zeige, zwecks Geschichte, muss ich ja hergehen und das so gestalten, dass wir eine Ruhe haben. Bei mir ist nämlich schon passiert, ich habe eine Story-Mission gemacht. Eigentlich eine der wichtigsten Hauptstory-Missionen. Und dann hast du im Hintergrund Geballer von Tank und die Firebirds, oder die Feuervögel. Und ich muss da auch ehrlich gesagt sagen, das nervt. Und was es mich so traurig macht, nicht nur, dass das Spür mehr Zeit gehabt hat, wo es irrsinnig gut war. Eigentlich geht das Spiel seit dem Dark Skies Update in die Knie. Sagen wir es einmal so. Sie haben mit dem Dark Skies Update eigentlich angefangen, das Spiel abzuwirtschaften. Ja. Ich meine, für Neuankömmlinge in diesem Spiel sind die Neuerungen so mit den ganzen Karten, also mit den Bildern und so hin und her, ja sicher keine schlechte Sache. Weil das Spiel eben durch ihre Story, durch seine Story so kryptisch ist, macht es sicher Sinn.
Und einen Rat habe für dich, wenn du anfängst mit dem Spiel, schau auf das Kommandonetzwerk, Kommandobunkernetzwerk und schau dir die Reihenfolge an. Und so sind die Missionen zu spielen. Das Spiel lockt dich mit dem Ackerlandregion auf die falsche Fährte. So mit der Südküstenregion und dann weiter ins Ackerland bist du im zeitlichen Ablauf dabei. Gell? Ja. Okay, ich glaube, wir können dort ein bisschen schneller gehen. Wir werden noch genug kämpfen, glaube ich. Und sobald wir dann da sind, beim Unterschlupf, werden wir mal eine kleine Pause einlegen. Ich glaube, diese Aufnahme ist jetzt eh lang genug. Kann es sein, dass es in zwei Teile split oder aufteilt, weiß ich noch nicht. Ja. Genau. Unser Mädchen ist in Sicherheit. Wir haben Caleby hinter uns lassen. Und wir werden in der kommenden Aufnahme von da wegreisen, hinunter zum Fair, noch jenseits der Barrikade, werden uns diese Nebenmission vornehmen und danach schauen wir weiter. Genau. So, da. Unser Mädchen braucht ja mehr Pause. Danke. Allzu viel haben wir jetzt eh nicht mitgenommen. Wir haben jetzt auch sehr wenig Munition angegeben, oder, ja.